Kommentatorenbank. Guter Mensch folgt auf schlechter Mensch. Als nächstes die Partie Hallischer FC gegen Carl Jena, ein echter Ostklassiker. Wir hoffen auf ein spannendes Spiel. Und die erste Riesenchance für Jena, knapp links am Pfosten vorbei. Das hätte das 1-0 sein können. Und das ist das 1-0 für Carl Zeiss. Torschütze, das sind Krüger. Die kleine Nachlässigkeit in der HFC-Abwehr ausgenutzt. Rosa, sehr erfahrener Schiedsrichter. Hat das Spiel hervorragend im Griff. Im Gegensatz zu Mario, seine Moderatorentätigkeit hier in der Halle. Thank you.
Ja, der Ausgleich für den HFC. Torschütze mit der Nummer 3, John Schneider. So, noch knapp 4 Minuten auf der Uhr. Nächstes Spiel Hansa Rostock gegen den FC Magdeburg. So, und wir haben hier an der Turnierleitung die Mama vom kleinen Mario. Er möchte sich doch bitte mal an der Turnierleitung melden. Mama möchte ihn gern abholen. Die letzte Spielminute läuft. Das Spiel lebt von der Spannung. 1:1 noch zwischen dem HFC und dem FC Carl Zeiss Jena. Und ein Konter des HFC führt fast zum 2:1 kurz vor Schluss.
knapp vorbei am linken Posten. Boah, beide Mannschaften geben nochmal alles. Ja, dieses Spiel endet 1:1 HFC gegen Karlsruhe.